Du möchtest gerne professionelle Low-Content-Bücher auf Amazon erstellen und verkaufen, sozusagen passives Einkommen mit Büchern machen. Deine künstlerischen Fähigkeiten sind begrenzt und auch dein Designanspruch erreicht immer so ein bisschen so ein Limit. Dann habe ich etwas für dich. Dann erstell doch einfach deine Bilder, die du für die Low-Content-Bücher brauchst, zum Beispiel Cover oder auch die Innenseiten zum Ausmalen für Spielebücher und so weiter mit einer KI. Und ich stelle dir heute vor die KI Midjourney, mit der ich irgendwie diese Bücher gemacht habe, die super gut ankommen und die du auf KDP, also auf Amazon, erwerben kannst. Also viel Spaß damit. So sehen die Bilder aus, die ich für das Leuchtturmbuch mit Midjourney erstellt habe. Und das ist gedruckt mit Amazon KDP. Also ich muss dort nichts machen, sondern das Buch ist einfach von Amazon gedruckt, nachdem ich meine Inhalte hochgeladen habe. Bilder alle erstellt mit Midjourney. Auch dieser Titel. Wenn du keine Ahnung hast, wie du Midjourney überhaupt einrichten sollst, dann habe ich hier zwei Blogs bereits für dich erstellt, wie du Midjourney einrichtest, wie du es nutzt und so weiter. Und jetzt gehen wir mal ins Detail zum Thema Low-Content-Bücher erstellen mit der KI Midjourney. Also viel Spaß damit. Um sogenannte Low-Content-Bücher zu erstellen, brauchst du eine KI oder du malst deine Bilder natürlich selber. Um das zu vermeiden und um die natürlich schneller zu machen, kannst du dann die KI Midjourney nutzen. Es gibt auch Kunden von mir, die nutzen das Tool DALL-E. DALL-E ist das Tool von ChatGPT. Das ist auch mit Kosten verbunden. DALL-E 3 ist jetzt die neueste Version, da kann man dann den Zugang anfordern. Midjourney ist das mit dem kleinen Segel, das nutze ich für meine Bücher. Und dann gibt es noch Canva. Und zwar hier unter der Startseite gibt es dann diesen Button Dream Lab. Und ich habe hier eben einfach mal rumgespielt. Das Ganze ist auf Deutsch, wäre natürlich auch von Vorteil für dich. Und du hast dann einmal diese Gebühr für Canva Pro oder eben hast Canva kostenfrei und kannst damit mal rumprobieren, was du kostenfrei schon alles erstellen kannst. Ich möchte dir trotzdem nochmal Midjourney erklären, weil ich das Tool einfach richtig schön finde und viele tolle Bilder daraus entstehen können. Und dafür kannst du zum Beispiel auch mal hier auf die Webseite gehen, midjourney.com. Und es gibt zwei verschiedene Einlog-Varianten, nämlich über Discord. Hier habe ich mir einen eigenen Server auf Discord erstellt für Midjourney und dort meine Prompts gemacht für meine Bücher. So habe ich meine Bücher gemacht in diesem Discord-Format. Inzwischen kannst du das Ganze auch auf der Webseite machen und das Ding ist einfach, es sind alle drei Tools sind Text-to-Image-Tools, ne? Also du brauchst immer einen Text, einen Prompt, einen sogenannten Befehl, was du eingibst und dann kommt dieses Bild. Und das ist halt eine Frage von, wie oft promptest du, wie oft gibst du dem Ganzen noch einen Feinschliff, lässt das ganze Bild immer noch wieder durchwandern, bis du irgendwann solche tollen Bilder hier erstellst. Das sind hier bei Explore, findest du dann eben Beispiele, was tolle Künstler gerade gemacht haben und ja, wie die auch gerankt sind, ne, solche Bilder. Jetzt wollen wir mal hier eingeben, damit du so ein bisschen in dieses Prompten kommst. Also sagst du Coloring Page. Genau, so Coloring Page oder Coloring Book kommst du, glaube ich, schon auf die richtige Variante, wenn du jetzt hier Malbücher erstellen möchtest. Ne, da haben Leute sogar ihre Titel mitgemacht, dass du sogenannte A-Plus-Inhalte für die Landingpage deines Buches auf Amazon machst. Das brauchst du nachher auch im weiteren Schritt. Aber jetzt brauchst du hier erstmal fertige Bilder oder Bilder zum Anmalen. So, und jetzt gehen wir mal hier rauf, was derjenige benutzt hat. Also Coloring Pages for Kids, also für Kinder. Und dann hat er, was soll da drauf sein? Also ein offenes Buch mit Blumen und Blättern, mit einer Uhr. Und dann, jetzt kommt das Wichtigste, Simple and Clean Line Arts. Eine ganz einfache Zeichnung, keine eingefüllte
No Fill Color hat er hier benutzt, ne? No Shadows, keine Ahnung. So, und weißen Hintergrund. So. Und das Ganze, dieses Format ist AR3 zu 4. Das brauchst du, um ein Hochkantbild zu machen. Und hier siehst du, die Variante war 6.1. Das heißt, er hat sechsmal drauf gedrückt, sechsmal eine Variante gemacht, bis dann irgendwie dieses Bild dabei rauskam. Das heißt, du brauchst schon ein bisschen mehr Geduld. Und wenn du jetzt nochmal bei mir, bei meinem Discord-Variante guckst, habe ich hier auch sowas. Coloring Book, also das Ausmalbuch, dann simple Linien, simple Lines, Line Drawing. Und dann habe ich das Thema eingegeben. Buddha und Tempel, ne? Oder Embleme von denen. Es gibt Platz zum Anmalen, Pattern for Coloring, also ein Muster. Und ich habe das genannt Zero Shades, Zero Gray. Also keine Schatten, keine Graustufen. Und dieses ist der Prompt. Zwei Striche, AR 2 zu 3, ist die Variante für Hochformat. Ja, das brauchst du für Hochformat. Mehr findest du auch in den letzten Videos, die ich dazu gemacht habe, zum Midjourney. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann sehe ich das größer. Der speichert automatisch dieses Bild auf diese Seite Midjourney. Hier haben wir das ja jetzt nochmal. Create. Ne? Da sind meine Bilder entstanden und da kann ich die dann anschauen und sagen, boah, nee, finde ich total kacke oder finde ich gut, möchte ich weiter bearbeiten. So, und da speichert er die hin und ich habe aber im Midjourney dann immer weiter gepromptet. Inzwischen kannst du jetzt hier drauf gehen und sagen, hier möchte ich jetzt auch nochmal irgendwie variieren, nochmal geringfügig variieren oder doch ganz doll variieren, weil das sieht irgendwie langweilig aus und so weiter. Und ich würde sonst einfach den Prompt nochmal nehmen und nochmal reinschieben in das Midjourney und dann einfach, genau, so nochmal eine neue Variante davon machen. So, wenn ich jetzt hier drauf gehe und sage, ich möchte Varianten von 2 und 3 machen, also 2 und 3 gefallen mir gut, davon eine Variante. Oder ich möchte einfach das erste nehmen und damit nochmal, bitte nochmal so ein ähnliches wie das erste machen. So, also da kannst du dann irgendwie draufdrücken und dann passiert nochmal eine Magie und kannst dann weitere Bilder machen. Wichtig ist, dass du für ein Ausmalbuch immer wieder mal eine Variante machst. Also Kind mit Ball, Kind mit Katze, Kind mit Fußballtor, Kind mit Nene, Buddha mit Tempel, Buddha mit Blumen, Buddha mit Leuchtturm, Buddha mit Kolibri. Keine Ahnung. Also, dass du immer wieder verschiedene Bilder daraus machst, weil sonst sieht nachher alles so gleich aus. Es ist am Anfang vielleicht nicht ganz so einfach, sowas zu machen und dann irgendwann kriegst du es immer besser hin. Jetzt gehe ich hin und kopiere mir einfach meinen Prompt, den ich mir schon ja 100 Mal hier erstellt habe und sage aber irgendwie Kid with Cat oder so. So, ich mache jetzt ein Kind 3 bis 4 Jahre mit Katze. Mal gucken, was er dann macht. Achso, ich habe das Prompt vergessen. Entschuldigung. Also imagine. Und dann nochmal das. So, das dauert dann. Ich setze mich immer am Nachmittag hin und mache dann irgendwie 100 Mal, drücke ich irgendwas drauf. Und dann gucke ich immer, was passiert und trinke dabei einen Tee und mache irgendwie so in 2 Stunden über 110 Bilder, davon suche ich mir die besten raus, 50 für ein Ausmalbuch, so und dann werde ich daraus dann was machen. So, wenn ich genug Bilder zu diesem Thema habe und sage, oh, das ist ja niedlich hier, das finde ich gut, also ich würde mal Varianten von 1 und von 4 machen. Und dann macht er mir wieder neue Kinder mit Katze. Oder ich sage dann halt einfach, okay, nochmal imagine. Jetzt mache ich mit Puppe. So, und dann kommt das nächste Bild. Und dann drücke ich ganz viel drauf, dass dann ganz viel passiert. Und so kannst du dann irgendwie deine Bilder nachher erstellen. Und wenn ich genug erstellt habe und fertig bin, dann gehe ich auf meine Seite hier und sage Create. So, und dann müsste dann gleich diese Bilder erscheinen. So, ja, hier sind sie schon. So, und dann gucke ich mir an, halt, okay, finde ich das gut oder nicht? Mit diesen leeren Augen von der Katze oder finde ich das gruselig? Ne, kann ich hier drauf gehen und sagen, nee, das möchte ich nicht, ich möchte lieber sowas.
Ne? Oder ich bearbeite halt noch so lange rum. Ich kann jetzt hier auch den Prompt nehmen und hier oben reinstellen. So, und man muss natürlich so ein bisschen die Unterschiede jetzt kapieren, okay, welches gefällt mir gut, wo ist jetzt ein Sinn da drin? Ich finde den jetzt hier so einfach oder so ein bisschen gruselig auch irgendwie, dass ich sagen würde, mit sowas würde ich jetzt gar nicht weiterarbeiten. Mit dem hier oder mit dem kann man sagen, okay, mach mir daraus nochmal eine Variante. So, ne? Und dann macht er halt vier verschiedene Varianten. Hier hat man das, ich habe ja hier, das ist die Variante von dem oben. So, und jetzt sind die wirklich süß, ne? Also wenn man da ein paar Mal drauf drückt und sagt, okay, nochmal von der vierten, jetzt noch eine Variante, dann werden die immer schöner. So, und das Ganze brauchen wir dann eben auch fürs Cover. Also du bist jetzt auf dem Weg, dein Buch zu erstellen mit diesen Bildern. Und irgendwann brauchst du dann eben auch die Cover-Version dafür. Und dann gibst du das Ganze an mit ausgefüllt mit Farben, damit dann irgendwie so ein schönes Cover kommt. Ja, guck mal, das würde ich jetzt hier auf jeden Fall nehmen. Total süß. Damit du jetzt nicht unendlich viel Zeit investierst, ne, dritte Variante oder so. Und dann hast du hier noch diesen Jungen und so. Und dann geht es immer weiter. Und dann ist es nachher das Buch für Kinder am Spielen oder so, keine Ahnung. Und dann können die Kinder dann dort anmalen und ihre Welt entdecken. Wie du eigene Low-Content-Bücher oder überhaupt Bücher auf Amazon veröffentlichst und natürlich gewinnbringend verkaufst, habe ich dir hier in dieser Video-Playlist abgespeichert. Eigene Low-Content-Bücher erstellen und passives Einkommen mit Amazon generieren. Es geht so einfach. Schau dir einfach diese weiteren Videos an. Hast du Ideen für solche Bücher? Dann nichts wie los. Und wenn du alle Anleitungen möchtest, inklusive dem KDP-Upload, inklusive wie finde ich meine Ideen, wie recherchiere ich das und wie kann ich dann nachher diese Bücher verkaufen auf Amazon, dass sie auch nachher Gewinn bringen, das findest du in meinem Kurs Low Content Studio. Hol ihn dir jetzt. Er kostet unter 100 €. Kannst auch in drei Raten zahlen. Und es ist auf jeden Fall alles drin, von der Idee bis zum Buchverkauf. Und wenn du erste Ideen hast oder wenn du auch sagst, ich möchte überhaupt ein Buch machen, ob jetzt ein Ausmalbuch oder ein Fachbuch, es ist immer nachher das Gleiche. Einmal, wenn du KDP verstanden hast, wenn du Amazon verstanden hast mit dem Upload, dann ist es nachher egal, ob du ein Ausmalbuch machst oder ein Workbook oder ein Fachbuch zu deinem Thema mit den besten Guidelines, die man wissen muss. Und dann erstellst du nachher das Ganze im Canva, machst daraus dann dein Buch, ne? Und da gibt es genug Tools, die man nutzen kann. Mehr findest du dann eben in meinem Kurs. Und ich bin schon ganz gespannt auf deine eigenen Bücher. Probier auch mal auf jeden Fall die Dreamlab von Canva aus oder Midjourney dann eben über Discord oder über die Seite. Wie gesagt, in 2 Stunden mache ich genug, also teilweise vielleicht 1,5 Stunden oder so, mache ich genug Bilder auf Midjourney, sodass ich daraus wieder ein eigenes Buch machen kann. So, ich nutze dann immer einfach so einen regen Nachmittag dafür, wenn meine Tochter irgendwo auf dem Reiterhof ist und dann mache ich Bücher. So, und andere Bücher mit viel Text und so weiter, die brauchen natürlich mehr Zeit, aber auch hier kannst du dann deine Zielgruppe mit begeistern, kannst tolle ja, Fachbücher erstellen und auf KDP hochladen, die Kategorien eintragen und plötzlich bist du Bestseller in dem und dem und dein Buch läuft sogar besser als Elon Musk. So, also viel Spaß damit beim Bücher erstellen. Bücher machen Spaß und bringen auf jeden Fall einen ganz neuen Zugang zu deiner Zielgruppe und schau einfach, dass das dann zu dir passt und zu deinem Business. Oder du sagst, ich baue mir jetzt irgendwie was Neues auf, mache einfach Kinderbücher, weil ich bin eh Mutti und oder habe Enkel oder so und mache dann einfach mit Kinderbüchern einfach nochmal ein paar 100 € pro Monat extra Gewinn. Und das Ganze lernst du in meinem Kurs Low Content Studio. Auch Workbooks, überhaupt Bücher machen. Ja, die richtige Anleitung findest du in dem Kurs. Hups, das ging dir jetzt viel zu schnell. Dann lies auf jeden Fall den zugehörigen Blogartikel zu diesem Video durch. Dort habe ich alles nochmal schriftlich erklärt, auch die ganzen Parameter, die du für Midjourney nutzen kannst. Dir gefallen meine Anleitungen und meine Videos, dann hinterlass doch gerne mal ein Abo für diesen Kanal. Hinterlass auch gerne Kommentare und aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst und damit diese Videos auf jeden Fall immer dich erreichen. Ich versuche jede Woche ein neues Video zu machen und dir meine besten Tipps und Tricks zum passiven Einkommen, zum Online-Kurse erstellen, zum Coaching-Business aufbauen
und natürlich Bücher veröffentlichen und Kurse veröffentlichen, damit du auch mit mehr Freiheit, mehr Zeit und mehr Kunden ein tolles Business führen kannst. Alles darüber hier auf diesem Kanal. Und wenn du das so nebenbei machst, dass ich will erstmal Bücher erstellen, ich mache das so in meiner Freizeit auch gut. Und dann denk doch einfach mal drüber nach, wie es wäre, ein passives Einkommen mit Online-Kursen zu machen. Denn das läuft richtig gut und mehr dazu auf jeden Fall auf diesem Kanal. Also alles Liebe, deine Dotima. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.